USG Ishimura, ja, ich weiß schon. Irgendwie finde ich, sieht das so aus wie so eine Titelsequenz, die einfach so in das Spiel quasi reingesetzt wurde, so. Keine Ahnung, Ubisoft präsentiert, EA präsentiert es ja in dem Fall. So, ich soll jetzt die Schwerkraft ausschalten. Okay, dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Okay, gut. Das war jetzt die andere Seite. Ich dachte schon, der ist auf der falschen Seite geparkt und jetzt müssen wir einmal komplett durch das ganze Schiff nochmal durchlatschen. Eintritt Schwerelosigkeit. Gut. Dann gucken wir doch mal, wo sich der Marker befindet. Na, sterbe ich jetzt? Nein, es hat funktioniert. Cool. Ja, ich sehe euch. Hentai Babies! Hentai Baby! Ich mag dich nicht. Oh, da ist der Marker. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, habe ich keine Plasma-Energie mehr, weil er nicht nachgeladen hat. Aber doch, klar. Ich habe so viel gekauft, wenn ich jetzt schon keine Plasma-Energie mehr hätte nach den paar Schüssen. Will ich nicht wissen, wie einige Bosskämpfe dann aussehen, die noch kommen. Oder ein Bosskampf vermutlich. Gegen so richtig fettes Vieh. Ah, Moment. Bevor ich damit weitermache. Wozu brauche ich jetzt noch Geld? Ganz ehrlich. So, und jetzt bin ich an der Ecke angekommen und jetzt kommen neue Gegner. Lass mich raten. So, dann gehen wir mit dem erstmal weiter vor. Ah, ich muss jetzt erstmal die Weiche stellen und jetzt kommen Gegner. Alles klar. Verstehe. Ich höre sie doch. Von da links oben irgendwo. Ich habe gerade was gehört. Ich bin nicht doof. Bin mir durchaus meiner Umgebung bewusst, was hier nicht so alles passiert. Lass mich raten, ich kann hier noch nicht richtig. Denn der muss erstmal dahin zeigen, wo er hin will. Schienenstellung offline. Okay. Doch, geht. Okay. So, angedockt. Ich kann mit dem nichts weitermachen. Steht. Oh. Aber das Shuttle ist eins weiter. Okay. Entschuldigung? Ich kann nicht mehr. Ach so, deswegen. Jetzt musste die Weiche nochmal gestellt werden. Das war das Problem. Na komm her. Oh Mann, warum ist denn das manchmal so ewig langsam? Ich verstehe es nicht. Dieses Chinese-Modul verstehe ich manchmal echt nicht. Ja, ja, links von mir sind Gegner. Rechts auch. Glitsch ich doch nicht immer irgendwie Millimeter nach vorne, wenn ich dich anschieße. Du bist tot? Du bist tot. Okay. Gut. Oh, es gibt doch garantiert irgendwie so ein riesiges markergesteuertes Vieh, was gleich auf uns zukommt. Ich sag's euch jetzt schon. Ich sag's euch jetzt. Ihr habt's hier zum als erstes gehört. Oder schon vor 10 Jahren selbst gespielt. Weil das Spiel einfach mal 10 Jahre alt ist. Weg mit dir.
Genau, einmal hierher. Dann einmal dahin. Dann sollte ich ja eine Sprachnachricht bekommen. Genau. Ja, ja, das war mir klar. Gut, dann muss ich gucken, wie ich nochmal nach... Ach, ich bin gesprungen, klar. Hm, ohne Schwerkraft. Wie komme ich nach oben? Keine Ahnung, wie wäre es mit Springen? Whee! Und tot? Nein, okay. Man muss ja immer damit rechnen, dass man wieder irgendwie so komisch backt und dann plötzlich... Okay, wo war der Aus- und Eingang? Da drüben. Okay. Ist aber geschlossen. Moment. Moment, was? Ach, da. Vermutlich dort. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Willst du mich gerade verarschen? Echt jetzt? Hier ist eine Kante? Oh, wie dumm ist das denn bitte? So. Und jetzt einmal, wo war ich gerade? Da waren die Türen. Da muss ich hin, genau. So, jetzt will ich erstmal die Schränke looten. Danke. Ende der Schwerelosigkeit. Schön. Frachtlieferung 782 wird geladen. Aha. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Habe ich vor. Hier drüben. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. Lass mich raten, das ist jetzt die alte. Sorry, Bro. Sag mir nicht, das ist jetzt das Ende von dem Spiel. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich. Bitte. Ich liebe dich. Ich muss also zum Kontrollraum, um meiner Halluzination nachzugehen. Denn wir sind mittlerweile auch total bescheuert. Ah, es war so klar, dass die Alte uns einfach mal verarscht.
Und ja, die, zu der wir jetzt hingehen, das ist nur eine Halluzination. Definitiv, da bin ich mir 100% sicher. Also wir sind jetzt alleine auf der Ishimura. Hier ist niemand sonst. Alle sind tot. Ja, der Marker ist weg. Vielleicht sind hier noch ein paar Monster, wenn ich nicht schon alle geschnetzelt habe. Habe ich nämlich nicht. Ja. Explodier du mal. Siehst du schon, was du davon hast? So. Aber eigentlich dürfte doch jetzt echt nicht mehr so wirklich irgendwas kommen, denke ich fast. Isaac? Bist du das wirklich? Oh mein Gott, du bist ja echt eine Person. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Ich mach dir keine Gans. Mach uns wieder Gans. Mm-mm. Ich mach dir keine Gans. Vergiss es, ich koch jetzt nicht. Hör auf, mir das zu sagen. Das ist noch Standby, ich kann nicht speichern. Notshuttle zurückrufen. Was zum Henker soll das denn? Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Ich mache keinen Fehler, ich mache ganz. So koche ich nun mal. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann es. Vielleicht treffen wir sie im dritten Teil wieder. Im zweiten wäre zu früh. Ich glaube irgendwie immer noch, dass du eine Halluzination bist. Aber ist okay. Ich kann immer noch nichts machen. Ich bin immer noch skeptisch. Es ist alles noch auf Standby. Noch ist der Shuttle nicht angekommen. Noch kann ich nicht durch die Tür. Jetzt. Ich will trotzdem vorher mal speichern. Einfach vorsichtshalber. Aber ich finde schön, dass unser Running Gag hier am Ende nochmal ankam. So. Dann gucken wir mal, was wir so alles für Ingredienzen für unser Leibgericht ganz auf dem Shuttle dort haben. Also wenn Marker sowas wie Maggi ist oder so, benutze ich den nicht. Ich muss doch garantiert noch gegen irgendein fettes Vieh kämpfen. Das kann sie mir doch nicht sagen, dass das schon alles gewesen ist. Ich meine, ich habe jetzt noch so viel Zeug bekommen. Oder das war halt auch mit Absicht einfach. Nee, Moment, von hier aus komme ich da nicht hin. Ah doch, ja. Da rumlaufen. Dann kommt vermutlich nochmal ein Gegner irgendwie. Moment, haben wir hier nochmal einen Shop gehabt oder so? Alter, was ist mit den hyperaktiven Typen los? Interessant, die mögen es nicht, wenn ich hier rechts zu der Couch gehe. Huch! War wohl nicht so gemütlich, oder? Geht doch.
Ah. Ich bin immer noch skeptisch. Du tust das Richtige, Isaac. Wir sind jetzt zusammen. So wie es immer schon hätte sein sollen. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Ist das jetzt echt das Ende? Alternative Lösungen abgeschlossen. Okay. Fortschritt speichern, natürlich. Huch! Was zum... Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Okay, wir sind offenbar in Kapitel 12 gelangt. Okay. Okay. War doch noch nicht die letzte Folge. Ich dachte jetzt fast schon. Einen Moment bitte kurz.